So, kommen wir zur nächsten Schnellkraftübung. Wieder für die Arme, damit wir richtig Power in die Arme kriegen. Hierfür brauchen wir einen Medizinball im Optimalfall. Wenn du keinen Medizinball zur Hand hast, kannst du gerne einen Basketball oder einen Volleyball nehmen. Und bitte für diese Übung nicht zu Hause in deinem Wohnzimmer oder in deinem eigenen Zimmer durch, denn ich befürchte, Mama und Papa würden das nicht gut finden. Also such dir am besten draußen einen Platz, wo du eine Wand hast, die den Ball aushält, und dann gibst du da ordentlich Gas. So, ich zeig dir jetzt, wie das Ganze aussieht. Du stellst dich ungefähr 1,5 Meter von der Wand entfernt und stellst beide Beine ungefähr schulterbreit auf, so dass du einen guten, stabilen Stand hast. Die Beine sind leicht gebeugt. Den Ball legst du einmal auf die rechte Hand und platzierst ihn auf der Schulter, so dass er gut liegt und am Hals angenehm platziert ist. Dein hinterer Ellbogen zeigt nach hinten und die vordere Hand visiert dein Ziel an. Jetzt kommt's. Mit so viel Kraft, wie du kannst, richtig explosiv, haust du das Ding jetzt gegen die Wand. Okay, auf geht's. So, was ich dazu sagen möchte, ist, versuch danach bitte nicht, den Ball zu fangen. Gerade wenn du einen Medizinball benutzt, aber auch wenn es ein Basketball ist, die kommen mit sehr viel Schwung wieder zurück. Und ich möchte nicht, dass du dir die Finger umknickst oder dass du dich irgendwie dabei verletzt. Ansonsten für diese Übung pro Seite 3 bis 4 Mal mit jeweils 5 Wiederholungen aus. Und dann hast du diese Übung auch schon wieder geschafft. Viel Spaß dabei!